Wir haben jetzt kurz vor 14 Uhr, um 3 Uhr habe ich, glaube ich, aufgehört. Bin ausgeschlafen ein bisschen, habe jetzt Gott sei Dank Tageslicht zum Zocken. Tageslicht ist viel besser natürlich. Hab gemerkt, habe gestern schon ziemlich müde reingeschaut. War ich auch, meine Augen sind schön rot angelaufen. Werden wir jetzt versuchen, diesen Ladebildschirm zu bekämpfen. Es geht dann gleich weiter mit Nakaya. Wahrscheinlich keine Mission, wird nur unterhalten. Sie wollte, dass ich ihren Bodyguard umbringe, was ich noch nicht getan habe. Ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich will. Dann werden wir wahrscheinlich mit Frank eine Mission angehen. Warum dauert denn das gerade so lange? Das gibt's ja nicht. Oh wow. Jetzt denke ich, kann ich mein Recording starten und die wollen auf einmal, dass ich wirklich da 2 Minuten durchrede. Was ist denn hier los? Das gibt's ja nicht. Oh ja, okay. Dann reden wir halt über das Spiel. Nein? Ja, passt. Natürlich starten wir mit dem Controllerausfall. Natürlich, was sonst? Was ist schon ein Controllerausfall, wenn man zwei haben kann? Das gefällt mir. Guter Start. Wo ist das Mädel? Da drüben. Mit neuen Gesichtsmodell, das den Leuten auf Reddit schon sehr gut gefällt, was ich gesehen habe. Jeder liebt es. Hast du schon mit deinen Leuten im Fort über Fox geredet? Ja, aber offenbar fühlt sich niemand so recht für ihn verantwortlich. Fox erledigt wohl nicht seine Aufgaben, die ihm aufgetragen werden. Und dass ihn noch Nein. keiner unserer Spähtrupps aufgespürt hat, um ihn an seine Pflichten zu erinnern, ist schon etwas merkwürdig. Fox ist offensichtlich irgendwie etwas Besonderes und genießt eine gewisse Narrenfreiheit bei den Warlords. Ich habe das aber jetzt nicht weiter verfolgt und werde es auch nicht mehr tun. Ich habe schließlich noch eine Menge wichtigere Dinge auf meiner Agenda. In Ordnung, danke. Keine Ursache. Geht's dir gut? Ja. Er ist der Sohn vom Pilger. Ich habe seinen Namen vergessen. Thorald, glaube ich, war's. Okay, sie wollte, dass wir ihn umbringen. Du warst es nicht. Du warst es auch nicht. Wo ist der andere Typ dann? Ist er abgehauen? Hat er Geschäfte gemacht? Tot dem Verräter. Ah! Er ist wirklich abgehauen. Okay. Ja, dann machen wir das schnell. Vielleicht hat sie doch ja recht mit dem schnellen Ende für Mister. Oh, nein, keine Ahnung, wie er heißt. Fängt das mit K, glaube ich. Bevor wir uns in den Tod stürzen. Er ist wahrscheinlich oberhalb. Frank teleportiert einfach. Da drüben ist wieder so ein Krokodil-Kralle-Ding. Ah, bei der Party oben ist er. Was hast du gefunden? Oh nein, oh nein. Frank, da haben wir keine Chance, lauf, Alter. Ah, die Recharge-Zeit ist besser geworden. Das ist schon mal gut. Ob das Ding uns darauf verfolgen kann? Hat schon irgendeinen Spezialschaden bekommen, habe ich gesehen. Okay. Jo, Alter. Warum bist du ganz hier alleine? Sian, hier bist du. Wolltest du dich aus dem Staub machen? Nein. Wieso? Was ist denn passiert? Du solltest dich in Zukunft besser an die Regeln halten, sonst passiert dir noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe. Dann werde ich es dir erklären. Kaya hat kein Verständnis dafür, dass du krumme Geschäfte mit den Outlaws im Krater machst. Ja, Das war Scheiße. Ja.
So eine Kack. Nee, das wollen wir nicht. Exzellent. Hm. Was jetzt? Nee, nee. Nee. Komm schon, da kannst du doch raufklettern. Letzter. Sieh an, ich. Du bist ein Verräter. Und ich bin hier, um dich zu töten. Was? Aber warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Kaya findet es überhaupt nicht lustig, dass du mit den Outlaws aus dem Krater herumhängst. Und darum will sie dich jetzt tot sehen. Ey, warte mal. Ich hab doch gar nichts gemacht, ehrlich. Das waren nur ein paar kleine Geschäfte. Ich hab niemanden verraten, ehrlich nicht. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du sie hintergehst. Lass mich. Ich muss mit dir sprechen. Dafür ist es jetzt zu spät. Verdammt, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Exzellent. Dich erledige ich im Handumdrehen. Ja, er macht sogar Schaden. Uff. Oh. Na, wo hast du den geschossen? Ja, der mit Frank. Wollte ihn doch noch looten. Wo ist seine Leiche? Frank? Hast du ihn ins Wasser geschossen? Verdammt noch, Frank. Ich finde sie nicht. Oh! Er schießt den Typen einfach mal die Klippe runter. Da ist das Krokodil wieder hinter mir. Yeah. Natürlich ist es das. Dann kann ich wahrscheinlich auch gar nicht teleportieren. Mist. Wieder rumgeklitscht. Ich habe größtes Vertrauen in Frank. Oh ja. Da kommt's raus. Gute Arbeit, Frank. Gute Arbeit. Wir haben ziemlich viel in Pfeile investiert. Rup, 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 rup. Ei, ei, ei. Oh, das Philipp. Ich helfe dir. Ja, bitte. Wow. Wie soll ich da ausweichen? Wie soll ich da ausweichen? Das hat wieder volles Leben. Raus hier. Raus hier. Oh nein. Mist. Oh. Wie soll ich dieser Attacke ausweichen? Ehrlich jetzt. Oh. Ja, den probieren wir schnell. Darauf gehe ich gleich eine Runde Schock schlafen. Mich tatsächlich erschreckt. Brrr. So. Ja, so. Jetzt gewundert, dass es Frank gefallen hat, dass ich den Verräter töte. Ich hätte gedacht, dass er wollen hätte, dass ich da mehr verhandle. Blutrünstiger Hunter. So, war's das jetzt mit Drabak? Ja, das war's. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Entscheidung, ihn zu töten, vielleicht... Was denn? Zu hart war? Du weißt selbst, dass solche Kerle wie ein Pulverfass sind. Früher oder später wäre er uns um die Ohren geflogen. Soll er doch zu Staub zerfallen. Ein Problem weniger.
Ich schaue mir schon länger an, wie du die Dinge regelst. Und ich muss sagen, ich mache mir Sorgen. Viel weniger um dich, doch vielmehr um jeden, der mit dir zu tun hat. Du bist sehr destruktiv und streckenweise schon fast bösartig geworden. Was ist bloß los mit dir? Du hast dich sehr verändert in den letzten Jahren. Komm mir jetzt nicht so, ja? Du bist nicht mehr du selbst. Ist dir das eigentlich klar? Ich trage heute mehr Verantwortung und darum muss ich härter sein, als ich es damals war, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Härte ist gut. Verblendung und blinder Zorn sind es nicht. Du kleiner Klugscheißer. Wenn du nur ein halb so großer Mann wärst, wie du immer... Hör schon auf damit. Du verlierst deinen Blick für das Wesentliche. Ach ja? Vielleicht sollte ich dir Manieren einprügeln, bis dir deine miesen kleinen Unverschämtheiten vergehen. Hörst du dir selbst eigentlich noch zu? Das ist nicht mehr die Kaya, die einmal mein geschätzter Weggefährte war. Blödsinn. Ich habe jetzt keine Zeit für Sentimentalitäten. Das geht gerade ab. Oh je. Nee. Sentimentalitäten? Wenn du meinst. Ich sehe nur eine verbitterte Kriegerin, vor der ihre eigenen Leute Angst haben müssen. Irgendwann werden sie dir nicht mehr vertrauen, wenn das so weitergeht. Ach, verdammt. Also, reden wir nicht um den heißen Brei. Du willst mich loswerden, oder? Ich brauche deine Stärke. Aber ich brauche auch dein Herz und deinen klaren Verstand. Wir haben große Aufgaben vor uns. Da können wir uns keine Schwächen leisten. Also gut, dann nehme ich mir eine Auszeit im Vor und werde darüber nachdenken. Ich schätze, da warten sowieso noch eine Menge Aufgaben auf mich, die ich erledigen muss. Tu das. Wir werden uns in ein paar Tagen widersprechen. Gut, dann gehe ich. Pass mir auf den Kleinen auf, okay? Nee. Ich werde nach ihm sehen, wann immer ich kann. Nee. Da habe ich gerade fast eine Trennung hinter mir. Ich glaube, die hätten sich fast getrennt. Naja. Müssen wir ans Kind denken, ein bisschen da. Jo. Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. 10 Batzen rohes Fleisch sollten reichen. Sehr gut. Ich nehme es entgegen, sobald du es hast. Okay. God damn it, Controller. Oh, noch ein neues Mod. Okay. Scrappy. Back to Scrap. Da. Das ist der erste Weg anscheinend. Besorgniserregender Ort. No. Ja. Du weißt, was ich meine. Das ist dieser Ort. Oh ja. Okay, nach dieser Session muss ich was machen wegen die Controller-Probleme. Hopp, Truthahn! Gute Arbeit, Falk. Den haben wir es gezeigt. Na dann zum Scrappy. Dann werden wir wahrscheinlich da mal ins Fort drauf gehen. Mal, ob er auf seine Truhe schaut. Ja, schaut da. Ah, mein Kopf! Ich bin wieder zurück. Bei der Mine sind alle tot. Was sagst du da? Was ist passiert? Die Mine scheint mit Gas geflutet zu sein. Es hat sehr gestunken. Das erklärt, warum ich keine Lieferung mehr gekriegt habe. Du wolltest doch eh ins Vor, oder? Geh sofort zu Fenris. Er muss das wissen. Wenn wir kein Eisen mehr aus der Mine bekommen, könnte das übel enden. Was ist, wenn ich nicht ins Vor gelassen werde? Sag Garda einfach, du kommst von mir. Lass dich nicht abwimmeln. Der lässt dich dann schon durch. Am besten beeilst du dich. Ist echt dringend. Ja.
Okay. Gehen wir ins Fort. Uff. Gehen wir in den Hintereingang. Schauen wir mal, wer Wache steht. Vielleicht haben sie den Roboter eingestellt. Ich glaube zwar nicht. Wie hat der andere Typ geheißen, der da Wache gestanden hat? Der noch da ist. Jo, wer bist du? Falscher Eingang, Kumpel. Versuch dein Glück bei Garda, am Haupttor. Wirklich? Und wenn er mich nicht durchlässt? Dann wird er wohl seine Gründe dafür haben. Hier kann ich dich jedenfalls nicht durchwinken. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst, geh um das Lager herum. Sobald du nordwestlich von hier stehst, sollte der Eingang nicht schwer zu finden sein. Viel Erfolg. Okay. Ich hätte Fox mitnehmen können. Er wird nachher noch abgeholt. Da Mr. Frank nur Fleisch braucht. Jo. Hört mir. Du schon wieder. Scrappy schickt mich. Ich muss zu Fenris. Und was sollst du Fenris ausrichten? Das sage ich ihm schon selbst. Ich will es aber hören. Halt mich nur weiter auf, wenn dir die Eisenmine egal ist. Sag das doch gleich! Bevor ich dich durchlasse, erkläre ich dir die Regeln. Du kannst dich im Fort frei bewegen. Ausnahme ist das obere Viertel. Dort dürfen nur ausgesuchte Personen hin. Drängst du trotzdem dort ein, kümmern sich die Wachen um dich. Beklaust du uns, kümmern sich die Wachen um dich. Fängst du eine Prügelei an, kümmern sich die Wachen um dich. Und wenn du jemandem ein Messer an die Kehle hältst... Ich weiß, dann kümmern sich die Wachen um mich. Falsch, dann beerdigen wir dich. Wir haben uns also verstanden, dann ab mit dir. Was ist denn mit der Führung? Aber natürlich, die Führung. Der Boss hat genug davon, dass ihm die Neuankömmlinge ein Loch in den Bauch fragen. Lass dir also von Striker das vorzeigen, klar? Ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört, was Garda dir erzählt hat. Aber du willst sicher wissen, wo es hier was zu fressen gibt. Das und mehr kann ich dir unterwegs erklären. Okay. Gibt sicher ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Okay. Mach's. Sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Führe mich durchs Lager. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Beine vertreten. Na dann, komm mal mit. Hinterm Eingang des Forts kommen wir direkt ins Wohngebiet. Viele der einfachen Arbeiter wohnen hier. Von den reichen Schnöseln wirst du hier unten niemanden finden. Die wohnen alle im oberen Viertel. Aber wo das ist, zeige ich dir später. Auch wenn sie dich nicht reinlassen werden. Hab sie schön aufgebaut. Hier drüben hat Skinny seine Suppenküche. Wenn du also was zu fressen brauchst und nur wenig Splitter hast, ist er der Richtige. Willst du dir schnell was holen, bevor wir weitergehen? Nein, lass uns weitergehen. Na dann. Wir müssen nur über die Brücke, dann sind wir im Händlerviertel. Im Gegensatz zu Skinny wollen manche von denen echten Haufen Splitter für ihr Zeug. Hier kommen ab und an auch Händler von anderen Fraktionen vorbei. Lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. Garda würde sie am liebsten alle rausschmeißen. Na, mir ist das egal. Sollen sie doch handeln. Ja, schaut nicht mal wie vorher aus. Willst du dich bei den Händlern etwas umsehen, bevor wir weitergehen? Nein, führ mich weiter. Wie du willst. Links von uns ist der Mana-Schrein. Hier machen die echten Berserker irgendwas mit Elex und Magie und so einem Zeug. Damit habe ich nichts zu tun. Zu meinem Schrein kommen wir gleich. Chloes Bierschrein. Chloe lebt noch. Natürlich ist hier Red an der Führung. God damn it, Red. Und da sind wir schon. Am heiligsten aller Orte. Der Bar. Chloe ist die Einzige, die bei der Übernahme der Berserker ihren Posten behalten durfte. God damn it. Sie hat damals den Laden geleitet, als hier alles noch Wüste war. Und tut es noch immer. Die Berserker haben Chloe die Bar gelassen? Sagte ich das nicht gerade?
Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass sie ansonsten alles, aber auch wirklich alles umgekrempelt haben. Anfangs dachte ich, was für eine Scheiße. Ich soll mich mit diesen Waldspinnern zusammenschließen? Sagen wir es so, ich habe mich dran gewöhnt. Ihre Regeln sind gar nicht so verkehrt und, meine Fresse, die Jungs hier können ein Bier brauen. Sogar ihre Rüstungen sind bequemer als die komischen Fetzen, die Baxter seinen Jungs gibt. Alles in allem bin ich ganz froh, jetzt ein Berserker zu sein. Genug geschwaffelt. Gibst du mir ein Bier aus oder sollen wir weiter? Lass uns weitergehen. Dann gibt's wohl kein Bier für mich. Ich hol mir einfach später eins. Folge mir. Wir müssen nur noch einmal am Mana-Schrein vorbei und über die Brücke. Dann sind wir auch schon im letzten öffentlich zugänglichen Viertel. Oh. Klo. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alche, Alche... Ach, Kaya ist hier. Mit Mist. Die braunen Tränke und sowas. Der Scheiß ist mir zu hoch. Quatsch mit den Typen hier, wenn's dich interessiert. Die haben in Goliath gelernt. Sind echt Meister ihres Fachs. Genau da war die Ratte. Genau da. Oh. Alles, was ich weiß, ist, die machen verdammt gute Heiltränke. Könnte wetten, dass diese Jungs hier auch für das Zeug in der Bar verantwortlich sind. Die Tour ist fast zu Ende. Lass uns weitergehen. Bring mich zu Red. Da ist gleich der Zugang ins obere Viertel. Da dürfen nur die reichen Säcke hin. Außerdem hat Red dort das Sagen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Penner zum Chef gemacht haben. Nicht mehr lange. Da sind wir. Wenn du keine Erlaubnis hast, um ins obere Viertel zu gehen, solltest du mit Fenris sprechen. Nur mit seinem Okay darfst du dort rein. Oder wenn Red persönlich dich einbestellt. Ansonsten hast du jetzt fast das gesamte Fort kennengelernt. Hast du noch Fragen? Red hat hier das Sagen? Vielleicht kennst du ihn noch unter dem Namen Crazy Red. Den Namen hat er sich verdient, nachdem er sich vom Schlamm aus seinen Weg nach oben gemordet und getrickst hat. Getrickst? Das scheinen nur alle vergessen zu haben. Eins muss man ihm lassen. Der könnte sogar einen Stein zum Schwimmen überreden. Ja, weil er genau die Dialoge Wege gehabt hat, wo man sich keinen anderen Weg aussuchen konnte. Und ich habe ihn dreimal am Morgen probiert. Wo finde ich Fenris? Da brauchst du nicht lang suchen. Wir stehen direkt vor seinem Haus. Direkt hinter mir. Falls du dich uns anschließen möchtest, musst du mit ihm reden. Nein. Ach, halt mal, eine Sache noch. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bekomme noch ein paar Splitter von dir. Für die Tour. Vergiss es. Du gibst mir kein Bier aus und hast jetzt nicht mal den Anstand zu zahlen? Nein. Glaub nicht, dass ich dich so einfach vom Haken lasse. Das merke ich mir. Fulminant. Oh, vor einigen Jahren waren die Bewohner wesentlich unfreundlicher. Ich erinnere mich daran, dass kaum ein Splitter vor ihnen sicher war. Und du glaubst, das ist jetzt anders? Ja, ich habe den Eindruck, die Wachen nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Oh. Wie weit sind wir drinnen? Ich will noch Red sehen. Jo. Lass mich raten. Du willst ins obere Viertel, um dort zu handeln oder um mit unserem Warlord Red zu sprechen, richtig? Ich... Nein? Dann willst du uns bestimmt beitreten. Ich sag dir, was ich auch allen anderen sage. Das obere Viertel ist gesperrt. Und da Red sich dort oben aufhält, wird er dich auch nicht aufnehmen können. Scrappy schickt mich. In der Eisenmine sind alle tot. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Die Mine ist voller Gas. Eure Arbeiter sind voll erstickt. Auch das noch. Beim Schwert von Ragnar, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne Nachschub aus der Mine können wir keine Waffen oder Rüstungen herstellen. Oh je. Das heißt, dass wir eher früher als später von diesen Viechern überrannt werden. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Hier, nimm die Splitter und geh damit zu Scrappy. Gib sie ihm. Oder ich behalte sie selber. Ist davon auch etwas für mich? Mir ist egal, was du mit Scrappy ausmachst. Solange er bezahlen kann, was er davon bezahlen muss, kannst du von mir aus den Rest behalten. Sag Scrappy, dass er die Splitter nehmen soll, um das in Ordnung zu bringen. Mir egal wie. Warum darf niemand mehr ins obere Viertel?
Seit dem Anschlag hat Red den Zugang nach oben stark beschränkt. Dadurch gibt es jetzt sehr viel zu tun für mich. Wenn du quatschen willst, komm mit. Ich muss mich erstmal setzen. Okay. Wer hat den Anschlag verursacht? Damit ich mich dem gleich anschließen kann. Wirklich, wer setzt sich hin? Du wirkst erschöpft. Wegen des Anschlags muss ich mich um alles kümmern. Jeder, der uns beitreten will, jeder, der oben handeln will und jeder, der normalerweise zu Red gegangen ist, kommt jetzt zu mir. Und ich stehe hier unten und darf jedem das Gleiche erzählen. Aber erstmal zu dir. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Jax. Ah, du bist der Bekannte von Kaya. Ich habe schon von dir gehört. Bekannte. Was genau möchtest du von mir? Es gab einen Anschlag? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Baxters Leute haben versucht, Red in die Luft zu jagen. Das Risiko, dass dies erneut passiert, können wir nicht eingehen. Und deswegen darf niemand mehr ins obere Viertel. Nur noch ausgewählte Leute dürfen da hoch, richtig. Und das ist ein echtes Problem. Viele hatten dort Geschäfte zu erledigen oder mussten irgendwas mit Red besprechen. Jetzt kommen alle damit zu mir. Die Outlaws haben eine Bombe gelegt. Ja, sie haben es irgendwie geschafft, so ein Ding in den Turm zu schmuggeln. Noch vor kurzem lag dort alles in Schutt und Asche. Dadurch ist Red regelrecht paranoid geworden. Erst hat er die Audienzen gestrichen, dann hat er mehr Wachen abgezogen und schlussendlich den Zugang komplett gesperrt. Was das für das reibungslose Funktionieren des Forts bedeutet, hat er dabei wohl nicht bedacht. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ins obere Viertel zu kommen? Ja, natürlich gibt es die. Red muss dir vertrauen. So einfach ist das. Ich kenne Red von früher. Viele kennen Red von früher. Das hilft dir nicht. Gibt es keinen anderen Weg? Du bist heute bestimmt schon der 10., der mich das fragt. So wie Red für alles eine Regel hat, so hat er sich auch einen Plan ausgedacht, wie man sein Vertrauen gewinnen kann. Er hat mir die Vollmacht gegeben, Leute ins obere Viertel zu lassen, unter der Bedingung, dass mindestens einer der anderen Erzberserker dir ebenfalls sein Vertrauen ausspricht. Also stell dich mit Scrappy, Thorhild oder Tilas gut. Sie sind die einzigen, die dir helfen können. Wenn du einen von ihnen als Fürsprecher gewonnen hast, komm wieder zu mir. Ich werde dir eine letzte Aufgabe stellen. Meine Aufgabe soll deine Loyalität Red gegenüber testen. Aber erstmal holst du dir einen der anderen Fürsprecher. Alles klar? Ich sollte das vielleicht einfach mal aufschreiben und überall im Lager aufhängen lassen. Hör mal, wenn es nach mir gehen würde, würde ich dich einfach oben reinlassen. Aber es geht nicht nach mir. So, jetzt lasse ich mich lieber wieder mal draußen blicken. Es dauert bestimmt nicht lang, bis der Nächste kommt, der ins obere Viertel will. Bis dann. Keine Sorge, ich werde mich jetzt schon selber reinlassen. Ah, mach mal einen fetten Safe dann. Red, ich hol mir dich. Oh. Okay, so leicht entkommt der Meme nicht. Ist das? Stärkte vor. Mit denn? Ha? Okay. Red. Ah, oh, so. Oh, es ist Zeit, meine Arbeit vom letzten Spiel zu erledigen. Where is my boy? My crazy red boy. Ah, schau, Teleporter freigeschalten. Keiner kriegt's mit. Da ist er ja. Ja, hallo. Na, sieh mal einer an. Unerwarteter Besuch. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass du hier oben eigentlich nichts verloren hast, oder? Ups. Nein, nein, sag nichts. Ich muss dir leider etwas abverlangen.
Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sich herumspricht, dass du es einfach so bis zu mir geschafft hast. Wenn ich dich gehen lassen soll, möchte ich einen Pfand von dir. Quasi als kleine Absicherung. Wir verstehen uns. Ja, natürlich. Ich bin pleite, ich kann dir nichts geben. Weißt du, ich war mal wie du, arm und absolut machtlos. Wir Menschen aus der Gosse müssen zusammenhalten. Ja. Ich werde dich diesmal noch so davonkommen lassen, mein Freund. Oh ja, natürlich. Jetzt zum unangenehmen Teil. Wachen, schmeißt ihn raus! Ja, wirklich, einfach so. Nein, nein, nein. Keinen Fall. Auf keinen Fall. So einfach wirst du es nicht haben mit mir. Mal schauen, ob er wieder den gleichen Dialog bringt. Rat! Ja, er wird das mögen. Schon wieder hier? Ich bin sehr enttäuscht von dir. Naja, wenn es nicht anders geht. Wachen, schmeißt ihn raus. Wirklich? Einmal noch. Einmal noch. Sonst muss ich gleich mit Bogen gezielt reingehen. Eieieiei. Wow. Okay, fast runtergeflogen. Gute Blüte. Was für ein Feigling. Gott sei Dank nicht mal einen Kampf mit mir anfangen. Okay. Sonst killen wir ihn einfach mit Bogen und Pfeil. Ist ja nicht so, als hätte er irgendeine Chance gegen uns. Wir sind Jack, sag doch. Du willst Ärger? Kannst du haben. Will ich, ja. Ich setz ihm nach. Ich helfe dir. Das finde ich gut. Da ist die Ratte. Du und ich, Ratte. Du und ich haben Business zu erledigen. Da kein Leben, der Typ. Okay. Dann halt nicht. Was war das? Ritualmesser und Dietrichs. Dann halt nicht. Oh, nee, das war nicht der Plan. Oh, wir speichern hier. Und die Episode ist vorbei. Tschüss.